Herzlich willkommen zum nächsten, sagen wir mal, SMW-Hack, den ich jetzt let's playen will. Und der Hack wurde gemacht von, also geschickt und gemacht wurde er mir von MetalJoe98. Und mitgearbeitet haben daran DJ Newstyle, Mühlenboy 2 und Checker Patrick. Das sind so geile Namen, da gehe ich gleich motiviert an die Sache ran. Metal Team, wow, eure harten Boys hier. The Mystery of irgendwas, das wird verdeckt. Ja, was gibt's zu sagen? Demo 1. Oh, was ist eine Demo? Ich dachte, es wäre was Komplettes. Egal, sagen wir, ich glaube, es war der 19. August, da wurde mir der Hack geschickt. Oh Gott, ich gehöre geschlagen, dass ich jetzt 2 Monate danach es Let's Play. Aber okay. Besser jetzt als nie. Und in der Zeit hat er mir noch eine neuere Version geschickt, der Metal Joe 98. Aber jetzt geht's mal los. Es ist einer der professionellen Hacks, kann man jetzt schon sagen. Vor 20 Jahren wurde ein Kind. Oh Gott. In Brooklyn geboren. Oh Gott, das geht mir zu langsam. Der Geist der Sterne sah, dass es keine Kraft besaß, eine Kraft, welche nur die Besten einsetzen können. Dem fiesen König war das bekannt. Nachts greifte er das Kind an. Der Sternengeist hat den König in Einzelwesen verwandelt und hat ihn von der Erde verbannt. Vor 20, nein, 20 Jahre später, oh, eine lange, lange Zeit, so alt bin ich noch nicht mal. 20 Jahre später fanden Mario und Luigi den Sternengeist in einer Höhle. Er sagte, Mario, ich brauche deine, ich hab bei deiner Geburt geholfen. Träume sonst. Irgendwas? Muss ich sterben? Mario muss also schlafen. Naja, was soll's? Er sieht eh müde aus. Ich glaube, in der ersten Version des Hacks war das irgendwie bugfreier mit dem Intro. Ich habe mal kurz reingeschnuppert. Egal. Holy shit. Das ist ja mal eine geile Overworld. Naja, ist alles Beta und oh Gott. Jo, wir haben 4 Welten. Und ich bin so ein Held. Ich habe meine Maus geschrottet. Und ja, jetzt habe ich eine USB-Maus. Deswegen habe ich keinen USB-Anschluss mehr für meinen Controller. Deswegen wird mit Tastatur gespielt. Cool, oder? Aber okay. Oh nee, der Sprite war doch vorne original, oder? Naja, den kennen wir schon aus Edge, Omenia's Hack. Also ist ja gar nicht so schlimm. Oh Gott, habe ich schon lange nicht mehr gezockt. Au, es geht ja auf die Finger. Was denkt ihr euch? Oh Gott. Aha. Das lasse ich mir nicht hingehen. Wow. Das ist echt saugeil gemacht. Nein, nein, nein. Wow. Holy shit, da war ein Loch. Zum Glück bin ich nicht reingefallen. Jedenfalls, ja, was soll ich sagen? Ja, warum tun jetzt den Weichei Keil 07 die Finger weh? Ja, ich bin dabei, Gitarre zu lernen. Und es geht wirklich auf die Finger. Und jetzt PC zu spielen, da tut noch mehr weh. Aber egal. Der Hack ist saugeil. Woher ist die Mucke? Ja, ich hinterfrage das immer, aber das gehört sich auch so. Ich kenne es irgendwoher, aber mir ist das jetzt auch egal, woher. Statt darüber zu rätseln, zocken wir weiter. Oh, holy shit. Das fängt schon wieder an, dass wir hier was zocken, was ich nicht. Also Rätsel haben wir hier, die ich gar nicht lösen kann. Okay, naja. Und Safe States, wird es nicht geben, weil ich die Belegung dafür nicht weiß. Oder beziehungsweise keine habe. Holy shit! Ich lehne mich wieder zu weit aus dem Fenster. Einmal in Lava fallen, dann muss wieder alles von neu gemacht werden. Ho! Ja, Yoshi's Island Mucke, das ist so krass. Ich liebe sie einfach. Was? Okay, es ist machbar. Was war das für ein Geräusch? P-Switch nutzen? Ach, nehmen wir ihn einfach mit. Ah ja, für die eine Tür da. Okay, ich verstehe. Wow. Aber okay, was war ich hier mehr rechts? Nix. Okay, so simpel ist das Spiel. Die Kugel
Koopas sind auch saugeil. Ends für Custom Graphics, bla bla, Music. Der Hack ist schon mal professionell. Metal Joe 98 ist... Na, er hat schon mal mehr drauf als ich. Sagen wir es mal so. Cool. Ne, das ist saugeil gemacht, Leute. Das kann ich jetzt schon sagen. Und hinter die... die Hügel sehen aus wie Schoko-Eiskugeln. Auch aus Yoshi's Island. Weg mit Schaltern hatten wir gerade. Und ja, jetzt sind wir mit Insel mit der Sonne. Lol, der Vogel folgt uns. Na, aber wie gesagt, ich kenne das Original sau schlecht. Vielleicht ist es nichts Besonderes, aber vielleicht doch. Loben wir es mal, auch wenn es vielleicht original ist. Oh. Ja, das war... Nein! Was? Es gibt, wenn man getroffen wird, so eine Art Rück... dass man zurückgeschleudert wird. Das ist auch saugeil gemacht. Oh Gott. Unten traue ich mir nicht. Geh mal hier weiter. Ach, ich muss hier hin? Ja, okay. Nee. Oh. Das habe ich als Wandbild betrachtet, aber okay. Gut, auf gut Glück. Ach, hier ist überall Boden. Okay. Ja, es ist dann halb so schlimm. Ja, oh Gott, ich Let's Play in letzter Zeit wirklich sau wenig. Und das liegt einfach daran, weil, naja, Schule, das langweilt mich. Aber okay, jetzt habe ich Zeit gefunden. Und ja, nächste Woche hat der Kai nur 7 Ferien. Das heißt, es wird mehr Let's Play. Ob Hex, naja, Leute, das ist echt so ein Nebenprojekt von mir, das mache ich nur aus Fun. Aber jetzt seht ihr, so ein guter Hack habe ich so lange liegen gelassen. Das ist wirklich Sünde. Aber okay. Es wird wahrscheinlich mit Prince of Persia weitergehen und Mushroom Kingdom Fusion. Was im Endeffekt nicht mehr so ganz Mario ist, aber trotzdem. Na, also... Den Hack lobe ich mir schon mal. Der Kyle ist bis jetzt nullmal abgereckt. Und wenn er sowas anspricht, dann reckt er natürlich ab. Nein! Ich wusste es! Ich hab's gewusst. Das war so klar, aber ey, ich habe mich angestrengt. So, was war nochmal... Ach, egal. Ich habe ja auf der Overworld jetzt gerade rote Punkte und gelbe bemerkt und ja. Irgendwas war da mal rot. Ich glaube, dass es im Level 2. Ausgang gibt. Naja, das soll mich jetzt mal nicht so jocken, weil ich als SMW-Noob brauche mich da jetzt nicht so reinsteigen. Oh Gott. Ah ja, der Rückstoß hat mich da rein... genau hier. Holy shit. Da war doch was längst. Und hier? Oh, Mann. Egal. Was? Ich dachte, da ist Boden. Gelb ist nur ein Ausgang. Das vermute ich jetzt mal. Okay. Also gibt es hier nur einen einzigen Ausgang. Aber was war da gerade? Also nochmal. Die Pipe, die muss es doch... Nee. Hey Leute, ich lass mich hin. Okay, versuchen wir mal. Das war kalzigste, also. Zacka! Oh, so einfach. Ist die Musik aus Yoshi's Island? Aus Super Mario Sunshine, wir wissen's nicht. Der Hack macht sau viel Spaß. Das muss schon mal gesagt werden und das ist ganz laut. Insel mit der Sonne abgeschlossen, tief unter der Erde. Oh, geh doch rein. Oh yeah, die Yoshi's Island Mucke, die habe ich erwartet. Okay, das ist der Tod da unten. Ja, die Feder aus Super Mario Bros. 3. Ich liebe SMB 3. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche die Blöcke. Aber... Wow, da oben war doch gerade... Moment, hier ist Wasser. Okay.
Okay. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen was rumprobieren. Wie viel Anlauf? Ach, Pipe. Okay, von da kommt man wahrscheinlich. Wow. Da. Ah, komm schon. Nein, was? Das war überhaupt eine Falle. Da ist gar nicht. Super. Okay. Kann der Mario mal klein sein? Ich habe jetzt drauf nicht so geachtet, weil schaut mal, jetzt sind wir groß. Gibt es die kleine Form überhaupt? Oh, du! Es gibt eine, aber irgendwie komisch gemacht. Egal. So, merken wir uns jetzt böses Wasser. Böse. Obwohl... Na, komm! Ich mach da jetzt nicht mehr rum. Da. Ja, es ruckelt wieder ein bisschen, aber naja. Das ist nicht mein PC, das sage ich schon mal gleich. Und hier bei den Fischen ist bestimmt auch rund nichts. Das wären bestimmt Munchies, glaub Munchas. Oder? Nein, das sind normale Münzen. Yo. Können wir uns durchglitschen? Nein, wir werden bestimmt zurückbefördert. Ach, wir leuchten wie in SMB 2. Geil, Leute, ich zeige euch gleich was. Oh, geiler Hammerballer. Na, okay. Hm, komisch. Ah, nee, wartet, jetzt leuchten... Ah, so geht der Jump. Ah, das Rote da, wo die Münzen jetzt waren. Kann man drauf stehen oder nicht? Ich weiß es nicht, deswegen bin ich zurückgeflogen. Oh, du. Die Overworld-Musik ist auch aus SMB 3. Das muss auch gelobt werden. Welt 3 oder 4? Wir wissen es nicht. Der Kai zockt nicht so viel Mario, wie man denkt. Na, das sieht man auch am Spielen, Kai. Also, du brauchst uns ja nichts erzählen. Hahaha, witzig. Wow, da habe ich aber ganz viel umgemietet. Hä? Okay. Komm schon hin! Oh, also ob die sich so gedacht haben, war keine Ahnung. Aber der Hammerbrother ist ein Problem. So. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, das Rote ist unsichtbar. Seht ihr? Zum Glück bin ich zurückgegangen, sonst wäre das mein Tod. Nein! Warum warte ich so lang? Okay. Tief unter der Erde. Deep under the ground. Deep under the earth. Dum-dum-dum. Wir spielen Mario. Wir wissen nicht warum, aber so... Scheiße. Mario liebt jeder. Mario kennt jeder. Nee. Lieben tut nicht jeder Mario, das weiß ich. Es gibt Leute, die damit nichts anfangen können. Naja, ich bin damit aufgewachsen. Ich muss es lieben. Sonst gehöre ich ausgepeitscht. Und jetzt weiß ich eigentlich, wofür die Blöcke sind. Oh, ihr kommt schon. Ah, das ist jetzt echt... So. Balla, du Bullet Bill. Komm schon, T-Switch, mach dich auf. LOL! Das ist mal geil. Ob es im Original auch so ist? Nee, wir lassen es gleich, reich ich noch ab. Und wir haben keine Feder, holy shit. Okay. Zack, zack! Nein, da ist noch... Das mit den Hammern ist so ein Problem. Okay, jetzt versuchen wir aber diesmal mit Feder vorzudenken. Das mit dem Rückstoß ist echt fies gemacht. Alter, ihr vier, die den Hack gemacht habt, ihr seid hart. Bestimmt hat jeder von euch eine Welt gemacht, wir sind ja vier Welten. Haha. Das wäre cool, wenn ich jetzt richtig geraten hätte. Nee, aber das ist alles sau viel... Ja, schaut mal. Alles ist fast neu im Gegensatz zu SMW. Ja, die Welt selber jetzt ist jetzt nur rot gefärbt, aber das reicht doch schon eigentlich. Background ist auch aus Yoshi's Island, glaube ich. Ach, ist einfach alles geil nur.